Tag, herzlich willkommen, moin moin Leute, City Skylines, weitere Runde hier mit Verkehrsproblemen. Ja, jetzt haben wir in der letzten Folge so schön diese Straße zumindest schon mal auf einem gewissen Stück auf achtspurig ausgebaut. Hier unten scheinen wir noch ein Stromanschlussproblem zu haben, sehe ich gerade. Das ist aber normaler Strom, oder? Das war normaler Strom, ja. Ja, weil wir so viel umgebaut, so viel umgerissen haben. Hier haben wir jetzt neue Probleme erschaffen. Und zwar, das Ganze ist ein riesiger Stau. Liegt aber daran, dass sie nicht auf die Autobahn kommen. Weil so wie ich sehe, wollen die eigentlich alle hier hin, ordnen sich hier ein, wollen eigentlich auf die schöne Umgehung, auf die Autobahn hier. Da kommen sie nicht hin. Also das müssen wir auf jeden Fall doppelspurig upgraden hier, mindestens. Gucken, ob wir es am besten hinkriegen. So ist sogar ein bisschen schöner. Ja, jetzt würde ich versuchen, sogar die eigentlich noch einen vorher darauf zu lotsen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil wir sind hier schon so. Ich wüsste nicht, wie ich das noch machen sollen könnte. Geht ja nur, wenn man schon vorher hier eine Abfahrt bauen würde, ne? Ich meine, auch das ist nichts, was sich immer sofort dann erledigt und alles ist gut. Das dauert. Hier. Mit der längste Stau, glaube ich, den ich je gesehen habe. Damit verstopfen sie alles. Manchmal ist es natürlich gut, dann irgendwo groß abzugraden. Weil dann zumindest deutlich mehr Autos hier aufgenommen werden können. Und sie sich ein bisschen aufstauen können, ne? Da darf ich nicht upgraden, weil die Brücke knapp im Weg ist. Also diese Überführung hier oben. Ich weiß gar nicht, warum hier auf einmal so viel los ist. War doch sonst nicht. Wahrscheinlich, weil es jetzt kalt ist. Fahren sie alle mit Auto oder was? Also hier fließt jetzt schon mehr ab, ne? Und das dauert jetzt halt ein bisschen. Das muss ich erstmal einmal wieder wegstauen und dann läuft das wieder. Hier weiß ich allerdings noch nicht, ob das so geschickt ist. Die meisten wollen hier rum und dann in der Ampelphase darauf, ne? Dem haben wir aber keine Verkehrsoption, so wie ich das sehe. Weil dann müssten wir doch eigentlich parallel auf zwei bzw. drei Spuren auch nach links fahren können. Die wollen eigentlich alle nach links, es will niemand nach rechts. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine groß angelegte Idee, liebe Leute, wie wir das Ganze hier ein bisschen umgehen können. Wenn diese Autobahn hier rumziehen, ich schütte jetzt hier Land auf, ne, bis wir kaufen gleich erstmal, wir können alles Mögliche kaufen. Und damit entzerren wir auch diesen ganzen Quatsch. Aber dann damit, wir machen große neue Anbindungen, diese Abwasser, das wird alles umgebaut.
Dann glaube ich, kriegen wir dieses. Das ist ja schon lange ein Problemstück hier bei uns. Das kriegen wir dann in den Griff. Ich will trotzdem mal kurz gucken, ob dieser Mod mit den Ampeln das theoretisch könnte, ne? Könnten wir. Guck mal, wenn wir jetzt hier sagen, ihr seid nur left. Ist eigentlich richtig. In der Mitte seid eigentlich auch nur left. Und hier könnt ihr ahead und right. Aber das, der Pfeil ist komisch, ne? Gott, spulen. Also die Spur ist jetzt schön gemalt, das sieht man auch. Aber ist es denn geradeaus? Soll es geradeaus heißen? So, jetzt hat er die ganze. Ja, okay, jetzt sehen wir diese neuen Spuren, ne? Ne, der kann natürlich auch hier ahead machen. Es ist gut, dass es so gefärbt ist tatsächlich. Auch hier muss ja ahead sein. Von hier kommt ja fast keiner, ne? Aber dann ist die Straße da hinten ja früher frei. Das macht schon Sinn irgendwo. Können wir mal gucken. Das klappt noch nicht ganz so, wie ich erhofft hatte. Ich wollte eigentlich, dass jetzt zwei parallel immer die ganze Zeit rum rüberfahren, aber das wollen sie eben noch nicht so richtig. Left und ahead. Auch left. Egal. Lass uns davon erstmal jetzt nicht komplett beirren lassen die ganze Zeit. Hier machen wir dann irgendwie sowas komisches. Man kann tatsächlich auch immer sagen jetzt, ne, Rechtsabbieger dürfen immer abbiegen, aber wenn man so sieht, es gibt gewisse Straßen, wo einfach nichts los ist. Da könnte man halt auch Rechtsabbiegen immer erlauben, dann würde halt sich das hier nicht mehr aufstauen, ne? Dann würde da der Verkehr ein bisschen besser fließen. Komm, wir wollen aufschütten. Lass uns mal ein bisschen terraformen, mal hoffen und hoffen ganz doll, dass wir hier keine neuen Wasserprobleme gleich haben, ne? Das sehen wir gleich. Also sprich neue Flächen, wo Wasser durchschimmert, meinte ich damit. Ach, hier geht Schiffsroute längs, ne? Oder was ist das? Aber warum geht hier Schiffsroute längs? Hier fahren eigentlich keine Schiffe. Wir können ja irgendwo noch einen Hafen anlegen, mal demnächst irgendwann, aber ist eigentlich noch nicht gedacht, ne? So, wir können ein paar Kacheln kaufen und ich spule die Zeit weiter schnell weg, ne? Weil das ist ja nervig sonst. Vor allem können wir dann hier drüben auch bald ein neues, schönes Gebiet anlegen. Eine schöne Brücke hier rüber. Ja, guck mal, hier glaube ich, haben wir schon wieder Wasserflächen. Mehrere scheinbar. Nö, ne?
Die gehört scheinbar noch zu dieser Wasserfläche hier. Wie viele von diesem blöden Oberflächenwasser haben wir denn hier? Man kann damit irgendwann vielleicht mal einen schönen Staudamm bauen, ne, mit diesen Wasserflächen, aber aktuell nerven mich die immer noch. Habe ich aber auch noch keinen Mod gesehen, dass man die jetzt löschen könnte, ne? Das wäre schon irgendwann hier auch. Jetzt alles Wasser. Würde mich schon interessieren, aber das, ich glaube, die Quellen, ich weiß nicht, ob die Quellen so stark sind, dass sie tatsächlich einen richtigen guten Wasserfall bedienen könnten. Glaubt nämlich nicht irgendwie. Das Problem hier kennen wir eh schon, ne? Aber ich finde jetzt, wo das hier langsam mit den Bäumen auch wächst, das passt schon. So, wir sind im November. Lass uns erstmal gucken, was wir freiforschen können, die Leute. In der Entwicklung. Wir sind ja langsam am Ende der Geschichte angekommen. Also, hier ist noch eine Satellitenverbindung. Bei der Satellitenverbindung handelt es sich um eine große Schüssel, die Daten, Fernseh- und Radiosignale aus der ganzen Welt empfangen kann. Eine Satellitenverbindung erhöht die Netzwerkkapazität und die Unterhaltung in der gesamten Stadt sowie den Unterhaltungswert der bestimmten Gebäude. Hört sich gut an. Touristenattraktionen. Touristenattraktionen bieten Touristen unterhaltsame und kulturelle Attraktionen. Sehr cool. Internationaler Flughafen, da hab ich Bock drauf. 8 Punkte gebe ich dafür aus, ne? Ein Raumfahrtzentrum. Ich habe Bock auf einen richtigen Flughafen. Einen richtigen Flughafenbereich, wo wir einen Flughafen haben mit Parkhäusern, mit allem Gewehr. Also, ne, Hotz. Ein Gefängnis sind verurteilte Verbrecher. Ach, wir haben eine friedliche Stadt. Das Central Integration, ne, ermöglicht die schwer Kriminelle. Haben wir alles. Zum Beispiel Forschungserlebte Interesse der Universität der Bildung. Ist auch, ja, ne? Industriemüllverwertung. Die Industriemüllverwertung sammelt und behandelt giftige Abfallprodukte, die bei der industriellen Produktion anfallen. Dadurch wird die durch die industrielle Gebäude verursacht. Ja, könnte man machen. Krankheitserregende Giftstoffe. Wir sind ja gesund. Obwohl, na, ging. Moderne Wasserpumpe. Ja, komm. Wir haben noch ein Wasserproblem. Das ist noch ein Solarkraftwerk. Und da haben wir unsere Punkte ganz gut ausgegeben, glaube ich. So, eine neue Autobahn für die Stadt ist das Thema. Eigentlich wollte ich hier eine schöne Brücke rüber machen. Das macht's, also hier die Golden Gate wollte ich hier rüber hämmern. Hier, ne? Ist das unglaublich groß, Leute. Heavy. Guck mal, hier würde das gerade so reinpassen. So. Krasser Spaß. Hätte ich mir das hier überlassen sollen. FDst. Das muss natürlich mit U-Bahn angebunden werden. Das muss alles, muss das, ne? Aber so würde es reinpassen. Als wäre es dafür gemacht hier. Was der? 4 Millionen. Und bringt gleich 5000 Erfahrungspunkte mit sich. Und das ist keine Zugverbindung und alles Mögliche, ne? Ein großer internationaler Knotenpunkt der Bürger und ultimative Reisefreiheit gibt. Die Bahnhöfe, Taxiständen und Duty-Free-Shops stellen alle Zufriedenheit der Bürger und Touristen her. Für die Attraktivität der Stadt und steigert Effektivität von Büros und Gewerbe. 10% Nachfrage nach Software stadtweit, 10% Interesse an Bildung, 10% Interesse stadtweit. Kostet 600.000 im Monat, 18 Gates, 2 Bahnsteige, 2 Büros. Krass.
Das stellt einen schon vor gewisse Herausforderungen. Aber wir haben hier eine gute Autobahnanbindung. Also das ist nice, ne? Also wenn nicht hier, wo dann? Auch Züge können wir hier irgendwie denn da längs laufen lassen. Oh, ein neuer Problembereich. Ein Feuer! Oh nein! Ein Bus ist zusammengestoßen. Feuerwehr! Ihr seid doch hier direkt in der Nähe. Was ist denn das? Hier, da könnt ihr doch... Das ist doch hier drüben irgendwo. Bisschen spät. So, wenn wir das jetzt hier mal beobachten, und der Stau löst sich jetzt, glaube ich, wieder auf, liebe Leute. Wir können aber mal, einfach mal spaßeshalber beobachten, wenn wir jetzt hier sagen, weil in die Richtung, glaube ich, geht's. Ne? Das ist, man macht ja von denen hier und von denen hier, muss man ein bisschen drauf achten. Die dürfen, also wir können das hier einstellen eigentlich. Ich weiß noch nicht genau, ob es gut einstellt oder nicht. So, das können wir später gucken. Wasser müssen wir nochmal gucken. Was war das? Leitet Wasser aus moderne Wasser. Aber eine Million Kubik pro Monat. Das ist viel. Aus Seen, Flüssen oder anderen Oberflächengewässern ab. Okay, also man muss es irgendwo... Also, wenn wir jetzt nochmal in diese erweiterte Straßensystem reingehen, ne? Gehen wir auf die Ampel. Setzen uns den jetzt einfach mal und machen Open. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen erweitert. Also, dass du so machst, schlägt da erstmal das normale System das vor, ne? Eine nach rechts, eine geradeaus, eine nach links. Und so haben sie sich dann immer einzuordnen. Jetzt muss man einmal die einzelnen Straßen durchsortieren. Hier würde ich sagen, können sie auch geradeaus. Sehen sie zwei geradeaus, aber auch die eine geht nach links. Aber warum nicht beide auch nach links anbieten lassen? Aber nur eine nach rechts. Und das ist auch wirklich nur rechts. So, von hier machen wir das gleiche. Also hier können sie geradeaus, links, geradeaus und hier dürfen sie nur rechts. So, gehen wir hier rum. Noch eine nach links und eine geradeaus. Zwischendurch muss man immer saven. Durch mal. So, und hier dürft ihr auch links und geradeaus. Hier sagen wir an der ganzen Always Green Right Turns. Ne? Also alle, die rechts abbiegen, dürfen immer fahren. Und wir machen exklusive Pedestrian-Phases safe. Das heißt, die Leute, die Bürgersteige hier, die dürfen auch nicht einfach immer, sondern die sammeln sich erstmal und wenn ein großer Schwung da ist, laufen sie rüber. Wir haben ja Ampelphasen. Das ist ja mit Ampeln, mal gucken. Was hier, warum laufen hier Rehe? Oh, das war aber hier ein... Hä? Was passiert denn hier? Damit habe ich nichts zu tun. Dicker Unfall hier hinten. Man kann natürlich dafür sorgen, dass hier jetzt zu wenig nach links abbiegen dürfen. Die leichte Probleme kriegen. Oh, hier ist aber ein Riesenunfall passiert. Richtig groß. Stimmt wie im Schnee, oder? Kann sein. Mitte darf nicht links, wenn links geradeaus darf. Findest du? Der Gegenverkehr meinst du? Müsste so vier Bahnen haben, oder wie? Obwohl, hier sind ja sogar vier, aber es ist asymmetrisch, meine ich.
Also. Ich meine, gut, jetzt ist es nachts wieder abends, ne? Müssen wir die nächsten Tage mal beobachten. Ich würde es erstmal so lassen. Dass es Unfälle gibt, teilweise, ne? Sieht doch gut aus. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich denke, da wird es auch noch mit der Zeit bessere Mods geben, auf jeden Fall. Aber ich denke, wie gesagt, für den Anfang ist es gar nicht so schlecht, ja? Es despawnt jetzt auch nicht so häufig Verkehr. Also wie gesagt, glaube ich nicht. Es ist nicht komplett falsch hier. Aber es ist jetzt abends, ne? Wir müssen uns eigentlich am nächsten Morgen oder am nächsten Abend bewundern oder hier bestaunen oder uns drüber ärgern, wie wenig Verkehr fließt. Weil hier haben die Linksabbieger, ne? Also die kommen ein bisschen selten zum Zuge. Aber wir müssen auch noch beachten, aktuell ist es eine Kreuzung tatsächlich, wo Leute sogar, ne, die Bürgersteige hier, also die Zebrastreifen benutzen dürfen und noch keine Tunnel oder Brücken haben. Wie gesagt, Rettungsabbieger dürfen immer. Und zwischendurch laufen halt die Leute rüber. Dadurch. Von hier kommen aktuell nicht so viele. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Wenn von hier viele kommen, werden dann fast keine mehr nach links fahren können. Jetzt zählt es als Stau, weil hier relativ viel ist. Müssten wir eigentlich auch noch eine zweite Linksabbieger erlauben. Wir können nämlich parallel zwei fahren. Ich würde es versuchen. Also aktuell dürfen sie nur geradeaus. Die mittlere darf nicht nach links. Hat zur Folge, dass zu viele sich nach links einordnen. Das muss man halt rausfinden und testen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht in Cities Skylines 2. Ich glaube nicht, dass man da jetzt schon zu viele Pauschalaussagen zu treffen kann, weil die Mods gibt es ja noch nicht so lange. Da müsste man ja schon stundenlang mit dem Mod gespielt haben und gemerkt haben, nee, ich habe jetzt immer Unfälle an der Kreuzung. Hinten haben wir jetzt zum Stau, weil die irgendwie wieder nicht zum Parkhaus kommen oder was. Aber hier ist alles abgeflossen, weil die jetzt zweispurig nach links abbiegen konnten, weil von hier ja noch nicht so viel kommt. Da sind halt Parkhäuser, hier kommen halt die Leute immer aus den. Also Parkhäuser sind Verkehrsprobleme, ne? Die muss man eigentlich wirklich irgendwie weit weg immer irgendwo hinbringen. Ja, die wollen wahrscheinlich hier den. Ist auch fast voll. Das ist ein neuer Mod mit den Kreuzungen, jo. City Skylines jetzt mit Mods. Ich habe drei tolle Mods drauf. Wir können selber durch die Stadt laufen, finde ich auch cool. Können wir uns das von hier mal angucken, das Treiben. Man kann Verkehrsplanung machen, aber nur bei Kreuzungen, nicht bei Kreisverkehren aktuell. Beispiel mal speichern, ne? Wird noch gar nicht gespeichert. Ist natürlich alles immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie Mods ja generell. Das ist ja bei LLS nicht anders. Aber wenn wir jetzt den morgendlichen Verkehr hier überstehen, dann hätte das was gebracht, wenn nicht, dann nicht. Ich weiß, dass sie sich teilweise entgegenkommen, aber du siehst, sie halten teilweise und lassen den anderen dann vor. Also ich glaube, es ist nicht verkehrt so. Weil man braucht teilweise zwei Linksabbieger, weil ansonsten nicht genug Verkehr weggeregelt wird nach links. Schöner wäre natürlich, wenn du deine vierspurige hast, ne? Also in alle Richtungen vierspurig, weil dann hast du ein paar mehr Spuren, die du managen kannst.
Und der Vorteil natürlich mit den rechts-grün Abbiegern, dass die immer abbiegen können. Das heißt aber hier dürfen, obwohl man könnte auch noch vielleicht trotzdem noch geradeaus fahren lassen. Auf der einen Seite dürfen sie rechts abbiegen, wenn es grün ist, ja, aber wenn sie geradeaus fahren oder stehen welche, die geradeaus wollen, die können halt dann auch dreispurig geradeaus fahren. So, jetzt ist morgendlicher Verkehr. Ne? Man sieht im Zuhörnverkehr. Mehr Leute wollen zur Arbeit. Morgens 5 Uhr. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die schlimmste Kreuzung, ne? Ich meine, dieses es stehen wieder irgendwelche Tiere auf der Straße. Dieses System müsste man, da fährt der Leichenwagen rüber. Dieses System müsste man theoretisch auf extrem viel befahrenen Straßenstrecken erproben. Was ich mir nachher wünschen würde, und das wird es bestimmt auch irgendwann geben, ist eine zeitgesteuerte Geschichte, ne? Dass man sagen kann, so, und man hat ja häufig Knotenampeln, wie in Real Life auch, von der einen Seite wollen ganz viele immer rüber zur anderen Seite, und der zu der wollen vielleicht nur weniger. Dann wäre es ja schön, wenn man später die Ampelphasen steuern könnte und sagen, okay, ne, ihr habt 10 Sekunden grün und ihr habt nur 5 Sekunden grün, oder wie auch immer, ne, so vom Prinzip her. Animals on the street, yes. Dann, wenn wir jetzt noch die Leute unter die Straße bringen, dass wir uns noch für den einen oder anderen Bürgersteig hier sparen können, denn glaube ich, ist es eine gut funktionierende Kreuzung erstmal so, sogar mit einer Kreuzung. Ach, aber unsere Züge stehen still, oder was? Wir hier wieder irgendwie geplante Bahnhofsplanung haben. Hier kommt auch ein Güterzug an. Ja, die spawnen wir mal, das ist nicht ganz so optimal. Naja, aber das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich glaube, 2 kriegen wir noch hin. Von daher, in der nächsten Folge kümmern wir uns endlich jetzt um diese Autobahn, ne? Weil hier haben wir natürlich ein größeres Problem. Man kann halt diese Verkehrsplanung wirklich nur an Kreuzungen aktuell machen, nicht an den Roundabouts, an den Kreisverkehren. Und ja, hier würde später mit Sicherheit helfen, noch die Leute auch noch hier, ne, unter die Erde zu bringen. Wo sich das ein bisschen relativiert hat, aber wir müssen halt hier schon irgendwo nachher mit einer großen Straße und dann, weiß nicht, vielleicht noch eine Autobahnauffahrt mehr machen. Damit die denn dahin fahren und die vielleicht dahin. Und dann damit so dieses Wasserpumpen-Ding hier, ne? Abwasseraufbereitungsanlage. Geht nicht, kann ich so nicht wiederherstellen. In der Form. Hier ist der Flughafen nicht. Schauen wir das heute noch. Mal gucken. Ich muss erstmal gucken, ob ich irgendwo eine neue Wasseraufbereitung einfach hinsetze. Einfach eine Aufbereitungsanlage. Und diese moderne Pumpe brauchen wir, ne? Tun wir hier mal ein bisschen was für unser Wasser, oder?
Das darf man auch nur einmal bauen. Passt nicht so richtig gut hier hin. Ich kriege aber hier noch eine Straße durch. Ja, ne? Da ist dieser komische Knick da in links, schaffen wir da gar nicht hin. Ist das? Steil angehörte Verarbeitungskapazität zur Verfügung. Besseres Filtersystem, Reinigungsrate 10%. Ja, wir müssen die eigentlich. Die ist halt ein bisschen unglücklich hier, ne? Muss die irgendwo erstmal ranbatschen. Und irgendwo so ein blödes Stück Straße vielleicht. Auch Autobahn hier. Das ist ja nicht die gleiche Straße, die wir hier rüber gebaut haben. Was ist denn das? Täuscht, glaube ich, nur weil wir jetzt auf dem Boden sind, ne? Ach ja, ja, so ist das. Gar nicht, wie viel man da anbauen soll. Das ist ja, man kann, obwohl ich kann dahinter vielleicht sogar noch anbauen, ne? Mal so passt es tatsächlich. Und jetzt kann ich hier noch anbauen, oder? Das schon mal bereits angebaute kann man scheinbar auch nicht verlegen. Das ist ein bisschen, das würde ich mir wünschen, dass man es könnte, ehrlich gesagt. Dann baue ich jetzt einfach lieber noch eine zweite hier hin. Und guck mal, was man da noch machen kann. Immer ein bisschen besser, ne? Gut. Jetzt können wir hier oben gucken. Praktisch nochmal. Müssten wir eigentlich jetzt ja, mehr als genug Wasser haben. Liebe Leute, vielen Dank. Ich wollte es schon sagen, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.